Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Java Edition Video. Was heißt hier neu? Also, das sieht schon ein bisschen aus wie 2010. Ja, stimmt. Aber es ist ein Video von 2019. Denn ich hatte eine Idee für eine neue Serie, und zwar Minecraft History Survival. Das bedeutet, wir spielen pro Folge immer eine Minecraft-Version ab. Und mit der ersten, die wir anfangen, ist Minecraft InfDev. Das ist noch vor Minecraft Alpha, also eine sehr alte Version von Minecraft. Merkt man wahrscheinlich, dass die sehr alt ist. Genau. Ich wollte eigentlich mit Minecraft InDev anfangen, aber ich habe im Launcher, die habe ich nicht gefunden. Die erste Survival-Version, die ich im Launcher gefunden habe, ist Minecraft InfDev. Und ja, die werden wir heute in der ersten Folge von Minecraft History Survival zocken. Und zwar habe ich noch eine Regel festgelegt, und zwar pro Minecraft-Version, also pro Folge, habe ich eine Stunde Spielzeit. Die werde ich natürlich zusammenschneiden, also für euch wird das Video nicht eine Stunde lang gehen, denke ich mal. Vor allem, wenn ich einfach so durch die Nacht warte oder so, sowas werde ich dann nicht zeigen, aber gut. Wie ihr seht, damals konnte man auch nur 5 Welten spielen. Das ist auch sehr interessant. Und wir nehmen einfach mal die hier oben. Und ich starte den Timer, sobald die Welt geladen ist. So. Der Timer hat gestartet und nun geht's los. Spielton gibt es nicht. Also ich denke mal, es gab es schon, aber das wurde jetzt rausgemacht. Ich hoffe mal, dass es in der Minecraft Alpha wieder funktioniert, weil ich habe ein Resource Pack habe ich runtergeladen, dass man in der Minecraft Alpha und in der Minecraft Beta die Geräusche hören kann, oder bis zu 1.5, glaube ich. Ich glaube, dass nämlich 1.5 oder vorher, wenn man die spielt, dass es keinen Spielton gibt, weil die wohl Geräusche benutzt haben, die sie nicht hätten benutzen dürfen. Interessant, aber gut. Dann spielen wir heute mal ohne Ton. Ich denke mal, das ist verkraftbar. Es ist nur eine Stunde. Und ja, also es gibt noch vielleicht interessante Dinge zu sagen zur Version Minecraft InfDev. Die Minecraft InfDev-Version war die erste Version von Minecraft, die unendlich große Minecraft-Welten zur Verfügung gestellt hat. Natürlich hat man irgendwann dann herausgefunden, ja, es gibt die Farlands bei 12.500.000 Blöcke, also so ganz unendlich ist die nicht, aber die war quasi unendlich. Also es kommt so rüber. Und ja, wir merken schon, das ist, ja, die Version von Minecraft ist etwas älter, es gibt keine Biome oder sowas, es gibt einfach nur Gras, Bäume, dann vielleicht mal ein paar Ozeane, dann vielleicht ein bisschen Sand und ja. Das war's. Und im Untergrund gibt's natürlich noch Stein und Höhlen. Sowas gab's damals auch schon. Ah ja, da gibt's Schafe. Die brauchen wir, denn es ist auch jetzt, also wenn ihr das hier, so kriegte man damals die Wolle. Man musste die einfach schlagen und dann explodierte die Wolle aus ihnen raus. Und wie man merkt, ja, die Wolle ist grau. Das war sie damals halt. So, jetzt haben wir 3 Stück Wolle. Das ist wunderbar. So, das Inventar öffnet man mit I. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich wollte nämlich gerade E drücken, um das Inventar zu öffnen. Und es gibt keinen Shift-Click. Das bedeutet, man muss immer alles manuell hinsetzen, wo es hingehört. Und dann so, zack. Man kann es nicht darüber Shift-Klicken, sondern man muss alles manuell dahin schieben. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber gut, so funktionierte halt Minecraft damals. So, machen wir uns ein Schwert, machen wir uns eine Spitzhacke. So, ich hoffe, dass die Aufnahme gut funktioniert, weil ansonsten werde ich sauer. Es kann sein, dass die Aufnahme so am Anfang ein bisschen rucklig war oder es immer noch so ist. Das hoffe ich natürlich gar nicht. Aber das ist halt so. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Und ja, es könnte natürlich sein, dass falls wir in eine neue Version von Minecraft wechseln, dass es dann halt
dass wir eine andere Welt spielen müssen, weil die hier nicht in die neue Version transformiert werden kann, weil da auf einmal alles weg ist oder sowas. Also das kann natürlich sein. Also ja, es könnte sein, dass bei einem Versionswechsel wir dann auf einmal in einer anderen Version spielen müssen, aber ich denke mal, so schlimm ist es nicht. Ja, warum habe ich nur einmal Kohle gekriegt? Okay, das ist jetzt komisch. Ich habe eigentlich schon zwei Erzblöcke abgebaut, aber ich habe nur eine Kohle rausbekommen. Aber gut, ist halt eine alte Version von Minecraft, da gab es halt ein paar Bugs. Ich meine, es gibt immer noch welche, aber damals gab es halt deutlich mehr. So, und es ist ein bisschen dunkel. Man kann die Helligkeit vom Spiel nicht einstellen. Also es ist einfach so dunkel, da kann man nichts gegen machen. So, setze ich mal einfach hier eine Fackel hin, die mache ich dann später wieder da weg. Aber die Kohle, die brauchen wir. Denn auch Öfen, die gab es damals schon, also. Ja. Ah, und es gibt natürlich Versionen vor Minecraft InfDev im Launcher zu finden. Allerdings sind das die Kreativ, also Pre-Classic. Das ist so eine Kreativwelt, die nicht unendlich groß ist. Also unendlich ist natürlich zu relativieren, aber denkt mal, ihr wisst, was ich meine. Warum kann ich die Fackel nicht abbauen? Da, geht doch. Also man kann die scheinbar nur von der Seite abbauen, ist auch komisch. Und ich denke mal, man merkt schon unten in der Hotbar, wir haben einen Haufen Kohle abgebaut und schon ist die Spitzhacke fast kaputt. Also das, ja, damals hatten die nicht besonders viel Haltbarkeit. Wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann. So, ich baue aber jetzt noch drei Steine. Oh nein! Das ist jetzt doof, aber gut. Aber ich kann jetzt sowieso eine Steinspitzhacke machen, dann kann ich noch mehr Stein holen. Die hat natürlich etwas mehr Haltbarkeit als eine Holzspitzhacke. Und baut natürlich auch schneller ab. Also das gab es damals auch schon. Das ist auch relativ schön. Und vielleicht noch ein bisschen Stein. Denn das brauchen wir auch. Ah, und ich möchte vielleicht noch etwas hinzufügen. Und zwar, ich werde vorab erstmal hier bei der Schwierigkeit einfach spielen. Ganz einfach, weil damals, ja, waren die Mobs ein bisschen schwerer zu bekämpfen. Da habe ich auch die Kohle gefunden, die ich. Also war es doch kein Bug. Ich habe die einfach nicht aufgesammelt. Und ja, ich werde in dieser Schwierigkeit spielen, bis wir in der Minecraft-Beta-Version die Hungerleiste kriegen. In der Beta 1.8, glaube ich, war das. Genau. Dann werde ich auf Schwierigkeit schwer stellen, weil dann ist es auf jeden Fall, ich glaube, dann werden die Monster einfacher zu bekämpfen sein. Und ich werde natürlich nicht alle Versionen durchgehen, also ich werde jetzt nicht, also wenn wir jetzt bei der Minecraft Version 1.4 sind, dann werde ich nicht die 1.4.1, 1.4.2, sondern ich werde die letzte 1.4 Version spielen. Und so unnötige Versionen wie die 1.10, die werde ich einfach auslassen. Die sind einfach so klein, die kann man auch direkt einfach mal weglassen. 1.10, an alle, die es nicht wissen, da wurden Eisbären hinzugefügt. Die Structure Blocks, die für uns im Survival Mode überhaupt nichts auszusagen haben. Und es wurden die Wüstenzombies hinzugefügt. Die Schneebiom-Skelette und genau. Und die Magma-Blöcke. Und das war's eigentlich. Also, ich denke mal, ihr wisst, warum ich das nicht unbedingt spielen werde. So, wir brauchen noch mehr Holz. Und irgendwann, es wird auch dunkel. Und wenn ich sage, dass es dunkel wird, dann meine ich, dass es dunkel wird. Denn, ja, die Dings, die Brightness, die ist auf Moody eingestellt und man kann die nicht höher einstellen. Also es gibt keine Einstellung, dass man die Helligkeit höher machen kann. Also wenn es dunkel wird, wird es dunkel und man kann nichts gegen tun. Und man merkt auch sofort, dass es dunkel wird, weil es. Ja, also ich denke mal, wenn es Nacht wird, werdet ihr sehen, warum. So, dann holen wir uns noch ein bisschen mehr Wolle. Denn damals gab es kein Leder. Und mit der Wolle hat man sich damals die Rüstung gemacht. Die Leder, also die, ich sag jetzt mal, die Wollerüstung.
gab auch eine andere, ganz andere Textur von Wolle damals. Also von Wolle auch, aber auch von der Rüstung. Oh, und da ist die Axt kaputt gegangen. So, ihr merkt schon, es ist dunkel, ne? Also, boah, nein, jetzt bin ich hier runtergefallen. Und man merkt schon, dass es pro Block immer merkt, wie es dunkler wird. Das war damals halt so. Es gab keine sanfte Einstellung für die Beleuchtung. Das war halt damals so. So, dann eine Steinaxt, bitte. Da unten habe ich Kohle gesehen. Ich denke mal, ich mache mir noch 8 mal Fackeln. So, jetzt habe ich 12. Und dann habe ich schon wieder versucht, mit E das Inventar zu schließen, aber das geht natürlich nicht, weil man es mit I schließt und auch öffnet. So, hier ist auch Eisen, das ist auch wunderbar. Oh, und ich glaube, es gibt noch etwas Wichtiges zu sagen. Und zwar, es gab keine Betten. Genau. Das bedeutet, wenn man stirbt, landet man wieder beim Spawn. Das ist zum einen etwas, was ich habe vergessen, wo das Spawn ist. Also ich denke mal, hoffentlich, wenn ich sterbe heute oder in einer anderen Folge, dass ich das Haus wiederfinden kann, dass ich irgendwann mal bauen werde. Jetzt erstmal noch nicht. Aber ist jetzt natürlich ein bisschen nervig, dass es alles ohne Spielton ist. Das heißt natürlich auch, dass ich Musik in den Hintergrund packen werde, weil die Minecraft-Musik, ja, die läuft natürlich nicht. Aber man hört halt nicht, wenn Skelette kommen, oder ich höre das nicht und glaube nicht, dass ihr das unbedingt hören musst, oder ich weiß nicht, wie Creeper damals angegriffen haben. Also es gab die damals schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob die angegriffen haben wie. Also ich weiß, dass sie in der Minecraft In-Dev oder in der Survival Test, ich weiß nicht, welche das war, da haben die noch so angegriffen, dass sie den Spieler geschlagen haben. Und erst als man sie getötet hat, sind sie explodiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei InfDev ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei InfDev schon so war, dass sie nicht, wenn sie starben, explodierten, sondern wenn sie den Spieler angegriffen haben, explodierten. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich nervig gewesen sein muss, wenn die Creeper explodierten, wenn man sie eigentlich getötet hat. Also das, ja. So, 48 Fackeln, das sollte jetzt erstmal reichen. So, ich sehe keine Monster, aber damals spawnten die Monster nicht so oft. In der Minecraft Alpha spawnen sie schon deutlich öfter. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt in der ersten Alpha-Version auch so war. Ich glaube, ich sollte mal das erste Eisen schon im Ofen schmelzen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. So. Und ihr werdet merken, der Ofen sieht oben ein bisschen anders aus. Und zwar genauso wie Stein. Ne, also man merkt hier oben. Also man könnte denken, das ist ein Steinblock, aber es ist tatsächlich ein Ofen. Und da packe ich jetzt das Eisen rein. Okay, jetzt merkt man natürlich, dass es kein Dings ist, weil das leuchtet, aber trotzdem, wenn der Ofen aus ist, dann sieht man gar nicht, dass es ein Ofen ist. Ich finde das echt spannend, immer so in den alten Versionen von Minecraft zu spielen. Damals, als ich noch nicht mal wusste, was Minecraft ist, wo ich noch nie davon gehört habe. Und nur um es euch mal zu zeigen, so hat man sich Lederrüstung gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich hier machen werde. Ich guck mal, wie viel Eisen ich dann hier finde und ob ich dann noch Lederrüstung überhaupt brauche oder nicht. Und das ist übrigens Kies. Nur, dass ihr wisst, was das ist. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Ihr merkt schon, die Höhlen, die sahen damals nicht so besonders spannend aus, weil Granit, Diorit und Andesit, sowas gab es alles nicht. Es gab nur Stein und Erze. Und vielleicht ein bisschen Kies. Ah, da kam ich her, okay. Und wie ihr seht, stockfinster alles. Ihr habt jetzt nicht gesehen, wie das Nacht geworden ist, aber ich denke mal, das werden wir wann anders noch in dieser Folge sehen. Oder vielleicht irgendwann in den Alpha-Folgen. Denn ja, das war eine lange Zeit so, dass das Licht sehr seltsam dunkel geworden ist. Und auch sehr seltsam hell. Aber ist hier der Ofen? Genau, da ist er. Den nehme ich jetzt mit. Aber ich hole mir erstmal das Eisen da raus.
Ich habe fast genug Eisen für eine komplette Rüstung. Also mir fehlen eigentlich nur noch die Schuhe, wobei ich auch noch 5 Eisen übrig habe. Also ich habe tatsächlich genug Eisen für eine komplette Eisenrüstung. Aber gut, dafür halt nicht für eine Spitzhacke. Also ich denke mal, ich hoffe mal, wir finden noch mehr. Also ich denke mal schon, dass ich mir die Spitzhacke zuerst machen werde. Schon die zweite Steinspitzhacke, die kaputt jetzt gegangen ist. Gut, dann nehme ich mir jetzt die Werkbank und mache mir die Eisenspitzhacke. Die erste Eisenspitzhacke. Das Eisenschwert. Ich habe mir kein Steinschwert gemacht. Und das brauchte ich auch nicht, denn jetzt haben wir eh schon Eisen. Und dann mache ich mal die ersten Rüstungsteile. So, und dann mache ich hiermit schon mal eine Mütze. Und die ziehe ich jetzt an. So, wunderbar. Wenn ihr euch fragt, warum geht er denn so langsam? Ja, man kann nicht sprinten. Also man konnte nicht sprinten damals. Ging halt nicht. Das heißt, wenn ein Creeper hinter einem her war, war er genauso schnell wie eine selbst. Ich glaube, das wurde erst in der Beta 1.8 hinzugefügt, dass man sprinten konnte. Also, ja, es wird einige Folgen geben, wo ich nicht sprinten kann. So, jetzt lassen wir das hier mal alles fallen. So, aber ich glaube, wenn ich diesen Kohlehaufen hier abgebaut habe, dann gehe ich auch mal wieder hoch an die Oberfläche, weil wir wollen jetzt nicht die gesamte Folge hier in der Höhle verbringen. Also, dann gucke ich mal, ob ich hier den Weg wieder zurückfinde. Aber hier müsste es nach oben gehen. Genau, und es ist wieder helllichter Tag. Das ist ja wunderbar. Boah, da geht's noch weiter, aber nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Und jetzt wird es endlich mal Zeit, hier oben Zeit zu verbringen. Zack. Uiuiui. Nein, 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 da falle ich nicht runter. Das ist ja ein schöner Berg. Einfach hoch und Baum. Ja, das. Das ist Minecraft vom Allerfeinsten. Gibt es hier echt keine flache Fläche? So, jetzt brauchen wir aber mal Essen. Und Essen, das droppten Tiere damals, also Schweine eigentlich nur. Und Essen war nicht stackbar. Das bedeutet, ja. Ja, man musste immer ein Stück Fleisch pro Inventarslot haben. Ah, da drüben sieht's gut aus. Hier ist echt richtig viel Wald. Also das ist. Okay, ich hoffe mal, dass die Bäume, die jetzt gerade dort gespawnt sind, nicht ein Problem werden. Boah, und man schwimmt so langsam. Gibt es eigentlich Boote? Das will ich jetzt einfach mal wissen. Ob es damals schon Boote gab. Aber das werden die. Ah, das werden die blöden Boote sein, die es damals gab. Ich bin auch nie mit so einem Boot gefahren, aber mal gucken, ob es das geht. Jedenfalls. Nee, es gab keine Boote damals. Oder die wurden damals anders gecraftet, ich weiß nicht. Mal gucken. Okay, wir sind da. Endlich. Oh, hier sind Schweine. Kommt her. Kommt her, ihr werdet jetzt zu meinem Fressen. Denn Schweine waren damals die einzige Möglichkeit zu essen. Also man konnte wirklich gar nicht. Und falls ihr euch fragt, warum muss man denn essen? Es gibt ja keine Hungerbar. Man heilt die Herzen wieder auf. Zum Beispiel, mir fehlen gerade anderthalb Herzen. Wenn ich Fleisch von denen esse, dann heilt sich das wieder auf. Also so funktionierte das damals. Damals gab es noch keine Hungerleiste. Und man hat halt durch Essen sich wieder regeneriert. So, das ist eine schöne Insel.
Eine Tür will ich ja auch haben. So, oh, jetzt merkt man, wie es dunkel wird. Schaut euch das an. Und jetzt kommt irgendwann noch ein, genau. Und so wurde das halt immer dunkler, so bumm und auf einmal dunkler und dann bumm und wieder dunkler und dann bumm und nochmal dunkler. Oh, jetzt erstmal so die Tür ein. So, ich weiß jetzt nicht, ob es damals schon Spinnen gab, die die Wand hochklettern konnten. Ich hoffe mal nicht. Schon echt ein bisschen gruselig, wie damals die Welt dunkler geworden ist. So, das hier will ich und ich will jetzt erstmal das Essen braten. Und das ist natürlich auch, man muss immer eins nach dem anderen braten. So, sobald das Essen fertig ist, dann packe ich das Eisen da rein und in der Zeit baue ich dann die Tür. So, jetzt wird das Eisen gebraten und dann kann ich die Tür machen. Es gibt etwas Schönes, was es damals gab, und zwar, wenn man das gemacht hat, kam nur eine Tür raus und nicht drei. Ich weiß nicht, ich finde das schön, dass es damals so war. So, dann versuche ich mal hier Holz zu holen. Ihr erkennt jetzt natürlich gar nichts. Denke ich mal. So, habe ich erstmal 30 Holzstämme geholt. Die werde ich dann hier... Ah, man konnte damals Holzstämme nicht querlegen. Gut. Dann ist es halt so. Okay. Helm und Schuhe werden dann jetzt auch aus Eisen gemacht. Helm und Schuhe. Ich möchte jetzt mal gucken, ob es damals schon Kisten gab. Ich denke mal ja. Ja, die gab es schon. Das ist ja echt schön. Und da kommt dann jetzt Eisen hin. Das hier kommt da auch mal hin. Das hier. Ich guck mal, ob ich Zombies finden kann. Na. Wo sind die denn? Die Zombies hier. Als ich vorhin Minecraft InfDev ausprobiert habe, da waren ein paar mehr. Ich habe es definitiv auf einfach gestellt. Ja, habe ich. Okay, es wird wieder hell. Mal gucken, ob ich jetzt noch irgendwo einen Zombie finde. Oh, wow. Hier ist überall Gras. Warum habe ich jetzt das Haus da drüben gebaut? Och, Mann. Aber gut, hier kann ich dann ein neues Haus bauen. Vielleicht noch in dieser Folge. Aber ich denke mal, das wird dann in der nächsten Folge fortgesetzt. Falls ich dann noch in dieser Welt bin, was ich natürlich hoffe. Oh, und jetzt sehen wir, wie es hell wird. Ist auch schön. Wir haben jetzt einmal so puck hell und puck heller und noch puck und noch heller. Das finde ich echt spannend, wie es damals funktioniert hat. So, aber Holz, 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 Holz. Und ja, ich denke mal, euch ist aufgefallen, es gibt nur eine Art von Holz. In Minecraft InfDev. Und es wird auch einige Zeit so bleiben. Ja, Schaf, nicht Schaf, Schwein. Und ich glaube, ich habe dort ein... Und, ja, ihr habt gerade gesehen, das Schwein hat nichts gedroppt, denn es ist eine Chance. Also es ist Glückssache, ob sie Fleisch droppen und wie viel Fleisch sie droppen. So, ich habe hier ein bisschen alles abgeholzt. Und dann wird es, denke ich mal, Zeit... das neue Haus auf der freien Fläche zu bauen. Denn dort ist deutlich mehr Platz für ein Haus.
Aber ich werde erstmal hier wohnen, solange ich das neue Haus dort baue. Und ich mache mir mal eine Schaufel und schaufel hier mal ein bisschen Sand weg. Denn Glas werden wir natürlich auch gebrauchen. Und zwar viel mehr Sand, als man jetzt heutzutage brauchen würde. Denn damals gab es noch keine Möglichkeit, Glasscheiben zu machen. Also musste man Glasblöcke setzen. Okay, anderthalb Stacks Sand sollte reichen. Dieser Baum ist schon ein bisschen alleine hier. Ach, ja, der wurde allein gelassen. Der arme Baum. Okay. Jetzt Zeit. Den machen wir mal hier die Blumen weg. Oh, und damals gab es noch die Rosen. Ah, die sind schön. Ja, ihr merkt schon, das Inventar füllt sich so langsam mit Essen. Eigentlich nicht so langsam, sondern ziemlich schnell. Und zwar 64 mal schneller als heutzutage in Minecraft. Warum? Weil Essen in Stacks von 64 mittlerweile im Inventar gelagert wird und nicht in Stacks von 1, wie ich jetzt gerade spiele. So, und ich habe gerade per Zufall ein Loch gelassen. Aber da kommt nicht die Tür hin, sondern die kommt hier hin. Und da mache ich mal so einen Eingangs, so einen Flur, denke ich mal so. Genau, hier kommt so ein Flur hin. Aber ich sag mal schon, ich mache den vier Blöcke breit. So. Da ist der Flur. Dann. So und so, genau, wunderbar. Dann kann ich hier so ein Badezimmer hinbauen. Und hier kommt dann so fast in die Mitte einfach so eine Wand hin. Ja, ihr seht jetzt wieder nicht so viel. Ui, da ist noch ein bisschen hell. Sieht ein bisschen, ui, das sieht schon echt seltsam aus, aber ja, das ist schon witzig. So, und ich denke mal, ich baue noch oben drüber ein zweites Stockwerk. Irgendwann mal. Wahrscheinlich nicht in dieser Folge oder vielleicht, oh, ich hoffe nicht, dass diese Welt verschwunden geht. Das will ich nicht. Ich will wirklich in dieser Welt weiterspielen in der nächsten Folge. Jetzt ist die Schaufel kaputt gegangen. Gut, ich denke mal, ich renne jetzt erstmal. Ja, rennen. Ja, weil es auch ging damals, ne? Oh, und so dumm wie ich bin, habe ich natürlich den Sand nicht in den Ofen getan. Wunderbar. So. Das wird nun gebraten. Was wollte ich machen? Ach, eine neue Schaufel wollte ich machen. Ich denke mal, in der Zeit, die ich noch habe, schaffe ich es noch, den Boden zu machen. Es sind noch 2 Minuten Zeit. Irgendwann, wenn diese Welt noch bestehen bleibt, dann werde ich wahrscheinlich den Boden irgendwann noch mit Wolle ersetzen. Irgendwann wird Wolle auch weiß sein im Spiel und dann wird es auch deutlich schöner aussehen als dieses Grau.
So, und nun sind die letzten vier Blöcke auch gesetzt. Und schon, ja, sieht es schon ein bisschen so aus wie ein Grundriss von einem Haus. Und dann gehe ich jetzt mal zum Haus zurück und beende dort die erste Folge von Minecraft History Survival, Folge Minecraft InfDev. So, da hat der Timer gebimmelt. Ich gehe jetzt noch zum Haus zurück, damit ich mich nicht verloren fühle in der nächsten Folge, wo ich denn bin. So, da ist ein bisschen Sand fertig geworden. Und ja, hier beende ich dann die Folge. Und ja, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt ein Dislike. Und wenn ihr Videos von mir verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal auf gar keinen Fall. Und natürlich die Glocke schon mal gar nicht aktivieren, denn ja, ihr wollt ja, wenn ihr nicht, wenn ihr alle Videos von mir verpassen wollt, wollt ihr natürlich keine Benachrichtigung bekommen. Und dann sehe ich euch in keinem anderen Video wieder. Tschüss!